FAQ. Okay, liebe Leute, ich habe vor kurzem auf Twitter gefragt, dass ihr mir Fragen stellen könnt, und Leute haben mir Fragen gestellt, deswegen beantworten wir jene gestellten Fragen. Und mit wir meine ich mich, denn ihr könnt die Fragen auch beantworten, aber das wird, glaube ich, nicht für ein Video reichen. Auf jeden Fall fangen wir direkt an mit Frage Nummer 1. Wir haben übrigens 21 Fragen. Ich habe das gerade mal in Photoshop eingefügt, das sollte es für mich sehr angenehm machen. Oder? Nein, Moment, es sind 20 Fragen. Okay, oder? 21 oder 20, wie auch immer. Es sind gute 20 Fragen. Nummer 1. Welchen Riegel bevorzugst du, Twix oder Mars? Das ist natürlich eine ausgezeichnete Frage. Eine Frage, die ich tatsächlich sehr oft gestellt werde, beziehungsweise die mir sehr oft gestellt wird. Und Fakt ist, ich mag Mars nicht. Es ist Jahre her, seit ich zuletzt ein Mars gegessen habe, und ich mag diesen Riegel nicht. Er ist einfach nur... Es ist Schokolade, gefüllt mit Karamell und Zuckermasse. Es ist dreifach Zucker, und das ist mir zu viel. Ich meine es bei Twix streng genommen auch mit dem Keks, aber der Keks rettet alles. Twix ist die Antwort. Nächste Frage. Komm mal wieder eine Runde, wer wird Millionär mit Wollo, Cornel etc.? Wer wurde ausgelassen? Ich glaube, der Einzige, der ausgelassen wurde, ist Keggy. Keggy ist etc. Ich denke eher nicht. Grund dafür ist, dass wir auf 101 kamen immer wieder so Runden, wer wird Millionär, die wir gespielt haben. Ich glaube, auf Keggys Kanal kam auch eine. Und Grund, warum keine mehr kommen werden, ist einfach, das war die Gaming Edition von Wer wird Millionär. Wir haben alle Fragen von da drin gesehen. Und wenn ich euch an die Rio-Frage erinnern darf, wie oft muss mir das noch passieren, dass ich nicht weiß, dass es so einen Angry Birds-Film gibt oder... Das war ganz seltsam. Nein, wird eher nicht mehr kommen, weil wir sind alle Fragen durchgegangen. Als nächstes hast du mal in Betracht gezogen, etwas mit kleineren YouTubern zu machen. Warum habe ich die Frage überhaupt reingenommen? Nein, habe ich nicht, weil... es ist mir relativ egal, wie viele Abonnenten die Person haben. Außerdem habe ich was mit kleineren YouTubern gemacht. Mit Maeve. Der hatte damals, als ich was mit ihm gemacht habe, nicht meinen Kanal. Und bei TTT waren auch viele dabei. Es ist mir halt relativ egal. Insofern, ich denke, die Abonnentenzahl ist nicht sehr ausschlaggebend, darin zu entscheiden, mit wem ich etwas zusammen mache und mit wem nicht. Okay, nächste Frage. Ach, das war die mit dem Bild. Weil du hättest die Frage übrigens kürzer stellen können, hätte sie auch reingepasst. Okay. Wenn jemand für dich ein Fangame machen würde oder du in einem Spiel als spielbarer Charakter sein würdest, würdest du dann ein Video dazu machen? Drei. Ich denke ja, außer... Ich meine, wenn jemand ein Spiel für mich macht, das wäre eine super Sache. Und es gibt auch tatsächlich jemanden, Dead X heißt er. Meine ich? Doch, das war der Name. Der macht aktuell ein bisschen was im RPG-Maker. Ich weiß gar nicht, wie viel er da auch dran arbeitet. Ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo dann auch mehrere YouTuber da drin sind. Da hat er auch gefragt und da arbeitet er dran. Da bin ich übrigens gespannt. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Und insofern, wenn jemand was machen will, gerne. Außer, muss ich sagen, außer es ist echt nicht gut, dann weiß ich nicht, was ich machen werde. Weil auf der einen Seite... Freut man sich ja immer, wenn Leute sowas machen. Ich meine, natürlich, wenn jemand ein Spiel macht, du freust dich da natürlich. Aber wenn es halt echt scheiße ist, dann musst du wirklich 10.000 Leuten zeigen, dass es scheiße ist. Das ist dann nicht so schön. Das ist immer so die Sache, Leute machen was Nettes und man denkt sich so, das ist übrigens gar nicht so super. Und dann so, ich verdränge es dann immer ganz gerne, weil ich meine, man freut sich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite will man auch... die Gefühle der Leute nicht verletzen und man möchte sie auch nicht anlügen. Also es ist nicht so einfach. Prinzipiell aber ja, um die Frage zu beantworten. Okay, nächste Frage, wo auch was in der Richtung des Öfteren gestellt wurde und warum ist da noch ein anderer Avatar zur Hälfte in dem Bild? Das ist seltsam. Was hältst du von MOBAs wie League of Legends oder Dota 2? Wurde tatsächlich des Öfteren gestellt. Achso, da ist einer neben dem Bild da drunter. Vergesst, was ich gesagt habe. Genau, solche Fragen wurden auch öfter gestellt. Gehen wir meine MOBA-Geschichte durch. League of Legends, sag ich mal, ein bisschen gespielt, fand ich nicht so toll. Davor habe ich Dota 2 gespielt, sag ich auch ein bisschen gespielt, fand ich nicht so toll. Ey, ich weiß nicht, mag MOBAs an sich nicht, sind irgendwie... Für mich, also, denn jetzt möchtest du mir vollkommen egal. Aber was ich immer sehe, sind, es ist kein richtiges Strategiespiel und es ist kein richtiges Rollenspiel. Und es ist ein Online-Spiel. Ich mag keine Online-Spiele und der Rest ist für mich sehr
Sagt mir nicht zu. Wobei, es gab eins, das ich tatsächlich mal relativ gern gespielt habe. Relativ gern meine ich, glaube, das habe ich 2-3 Stunden oder so gespielt. Das fand ich ganz nett. Da hatte ich kein Internet, aber das war Demigod für den PC. Ist mir im Nachhinein so auffallen, dass das auch ein MOBA war. Als ich dann mal Dota 2 gespielt habe, dachte ich mir, aha, das kommt mir doch alles bekannt vor. Und daran lag's. Kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber das war ein ganz nettes Spiel. Da hat mir auch das Setting wesentlich mehr zugesagt, weil es ein Setting war und nicht Wald, Fantasy, Zauberer, Orks und sowas, das so. Ich mag auch das ganze Setting nicht. Okay, als nächstes. Wie stehst du zu Twilight Princess HD? Falls du schon beantwortet wurde, schuldige ich dir einen Keks. Das wurde schon beantwortet in einer Expertenrunde. Aber den Keks darfst du behalten, denn vermutlich hast du drauf gespuckt, weil die Niederlage so sehr in deinem Herzen brennt. Kann ich nachvollziehen. Ich möchte den Keks nicht. Twilight Princess HD sieht aus wie das normale Twilight Princess im Großen und Ganzen. Und es wurde öfter gefragt, was ich davon halte und sowas und ob ich es besitze. Und ja, ich besitze es schon. Ich müsste es mir nochmal runterladen. Ihr habt das schon da. Könnt ihr auch Videos dazu bringen. Das ist ziemlich cool gemacht mit dem Embargo, also der Rahmenvereinbarung, was man mit dem Spiel vor Release machen darf. Da sind sie sehr großzügig gewesen bei Twilight Princess. Muss ich mal runterladen. Twilight Princess HD wird ganz nett. Vor allem, weil ich die normale Version davon nicht mehr besitze, da ich sie mal bei dem Majora's Mask 3D Gewinnspiel letztes Jahr oder Anfang des... Na, es war eher letztes Jahr. Dieses Jahr war es garantiert nicht. Bei dem Majora's Mask Gewinnspiel habe ich die da, habe ich meine Twilight Princess Version verlost. Also habe ich es jetzt wieder. Yay! Ich mag Twilight Princess, auch wenn es 10 Stunden braucht, bis das Spiel losgeht. Was haben wir als nächstes? Schaust du im Moment irgendwelche YouTuber mit unter 500 Abonnenten und hast du irgendwelche Empfehlungen in der Richtung? Das ist eine gute Frage. Prinzipiell schaue ich hauptsächlich Leute aus dem englischsprachigen Bereich, das wisst ihr. Und unter 500 Abonnenten. Wobei, da fällt mir sogar einer ein. Der liebe Fulltime Games, kennt ihr den aus den Kommentaren? Das ist der sinnvolle Kommentare schreibt, der eine da. Ihr kennt ihn, wenn ihr Kommentare mal gesehen habt. Den erkennt man aus 10 Metern Entfernung. Der ist unter 500. Er macht übrigens auch Reviews und sowas auf seinem Kanal. Ist allerdings noch so ein bisschen immer am Anfang. Merkt man teilweise auch. Nichts für ungut, aber mir fällt sowas auf. Das übt ihr Auge, es übersieht nichts. Aber ja, das finde ich eigentlich, schaue ich eigentlich ganz gern immer wieder mal rein. Auch wenn ich nicht abonniert habe, aus welchen Gründen auch immer. Das ist meine Antwort. Da könnt ihr ja reinschauen bei Fulltime Games. Macht Reviews. Ja. Okay, nächste Frage. Warum bist du so unglaublich muskulös, fabulös und mysteriös? Das ist tatsächlich eine Frage, die mir auch des Öfteren gestellt wird. Sehr oft, die Leute können gar nicht aufhören, mich das zu fragen. Und die Antwort darauf ist... An welchem Projekt hattest du in letzter Zeit am meisten Spaß? Ich vermute mal, du meinst Let's Play-Projekt. Was sonst? Als auf FOG-Videos Spaß machen würden zu machen. Ach, das ist nur unglaublich viel Schnittarbeit. Das ist nicht so spaßig, wie Leute sich das vorstellen. Ich denke, am meisten Spaß hatte ich an Rusty Lake Hotel. Was übrigens ein fantastisches Point-and-Click-Adventure ist. Bei dem ich auch die Tage ein kleines Giveaway habe. Hab mit den Leuten, die das Spiel gemacht haben, ist ja auf Twitter geschrieben. Gesagt, hey, ich kann gerne ein Giveaway machen. Also, wenn ihr Rusty Lake Hotel haben wollt, dann haltet euch fest, da werde ich dann bald was haben. Ansonsten fand ich eigentlich auch Pokémon Fusion ziemlich angenehm. Anfang zumindest. Problem war nur dann, dass ich dann im Laufe des Projekts dann von den 12 Parts, die es gab, ich meine, es waren 12, dass ich dann auch so ein bisschen der Witz so, man hat gesehen, dass die dumm aussehen und ja, wurde alles Routine und dann wurde es ein bisschen nicht mehr ganz so aufregend. Aber prinzipiell, vor allem am Anfang war Pokémon Fusion ziemlich cool. Ich freue mich auch, wenn die Demo weitergeht. Ich werde das, denke ich, übrigens auch weitermachen, was keiner gefragt hat. Aber ja, warum sollte es jemand fragen? Ich habe das am Ende gesagt. Pokémon Fusion wird weitergehen. Hurra! Und von Favaf? Lieber Emoji, wird Age of Mythology noch beendet, trotz negativer Resonanz bei einigen Usern, die das Projekt nicht mochten? Natürlich wird das beendet. Und negative Resonanz. Das ist übrigens, Leute. Liebe Leute, Age of Mythology. Ihr nervigen Kinder, ihr. Es tut mir leid, das zu sagen. Das ist nicht abwertend Kindern gegenüber. Ihr seid die Zukunft und alles. Aber verdammte Scheiße. Reißt euch mal zusammen. Ihr müsst wissen, bei Age of Mythology, die Kommentare. Es ist kein Spiel, bei dem ich konstant über die Wochen hinweg immer wieder entdecken durfte.
also unter normalen Videos, dann Leute, natürlich spammen Leute immer wieder. Das ist klar. Vor allem in letzter Zeit war es extrem schlimm. Aktuell scheint es sich auch wieder zu beruhigen, was ich sehr, sehr angenehm finde. Genau, Leute, es spammen überall. Aber bei Age of Mythology so konstant sind da immer unzählige Leute, die sich denken, ich meine, ich vermute, dass der Gedankengang dahinter, denken sich, ha, Age of Mythology, das will ich nicht sehen. Da werde ich dieses Video jetzt anklicken und ihm sagen, was er stattdessen spielen sollte. Es ist unter jedem Age of Mythology Video sind so viele Vorschläge, was ich denn stattdessen spielen sollte. Es ist anstrengend, vor allem nur bei diesem Spiel. Nur bei diesem Spiel. Ah, und ich verstehe nicht, warum. Ich meine, könnt ihr nicht woanders nerven? Ja, und natürlich werde ich es noch weitermachen. Sollte ich demnächst mal wieder aufnehmen. Bei Age of Mythology, da weiß man nie, wie lange es dauern wird. Das ist so ein bisschen unberechenbar. Ja, werde ich weitermachen. Vor allem negative Resonanz würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil die gemeckert haben, die würden es ja eh nicht sehen. Auch wenn Leute meckern, dann sind es immer noch ein paar tausend Leute, die das anschauen. Naja, das kann ich ja Watchtime sehen, dass da wirklich ein paar tausend Leute sind, die es auch zu Ende sehen. Insofern sehe ich da nicht wirklich bei insgesamt, was weiß ich, maximal 100 Leuten, die gemeckert haben, einen Grund, damit aufzuhören, weil das ist immer noch die bedeutende Minderheit. Und dann, er hat noch eine Frage gestellt, die habe ich jetzt hier gar nicht reinkopiert, das habe ich auch gesehen. Also, werden noch weitere Strategiespiele kommen? Bin ich mir unsicher. Auf der einen Seite gibt es nicht mehr allzu viele Strategiespiele, die ich gut kann. Und auf der anderen Seite wird es wenig geschaut und Leute sind echt nervig, wenn man das bringt. Die sind da echt nervig. Wie ich aber schon erwähnt habe, deswegen stellt man sich die Frage, ob man es wirklich nochmal machen will. Keine Ahnung. Gibt aber auch ansonsten wirklich nicht mehr allzu viele Strategiespiele, die ich überhaupt noch spielen könnte. Okay, nächste Frage. Würde es irgendwann mal Banjo-Kazooie auf dem Channel geben? Gab es schon! Gibt's in der Suche ein oder... Ich schau auf die Playlists. Spielen Sie überhaupt Loot's Tower Defense 5 weiter? Ich denke... Ja... Habe ich in den letzten Tagen übrigens immer wieder mal drüber nachgedacht, ob ich nicht Bloons aufnehmen sollte. Also ich denke, irgendwann wird Bloons auch mal wieder kommen, nur aktuell. Aber auch andere Spiele. Und bei Bloons ist ja auch nicht so, dass irgendeine Story davonläuft oder so. Insofern wird schon irgendwann wieder kommen. Hast du die Dinge erledigt, die du machen wolltest? Der hat bei der Expertenrunde aufgepasst. Sehr gut, der hat aufgepasst, das spüre ich. Weil ich es da erwähnt habe. Ich erwähnt, dass ich dieses Jahr auch schon einige Dinge erledigen muss und auch fleißig dabei bin, sie zu erledigen. Und ja, ich habe schon ein paar Dinge erledigt und ich habe noch ein paar Dinge vor mir und ich hoffe, dass ich dann bis März soweit fertig bin, wo ich dann das restliche Jahr über ungefähr meine Ruhe hätte und das wäre absolut fantastisch. Was sind das für Dinge? Geh dir nichts an. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. So bitte. Ich gehe dir nichts an. Okay. Tut mir leid, falls du es nicht mitbekommen hast. Tut mir leid, falls ich es nicht mitbekommen habe. Aber was ist eigentlich mit South Park Stick of Truth passiert? Das werde ich auch sehr, 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 sehr oft gefragt. Erstaunlich oft. Fast so oft wie bis vor einem Jahr noch Nintendogs, nachdem es ein Jahr lang nicht mehr weiterging. Aber ich habe die Frage schon beantwortet bei South Park. Das war in irgendeinem, in dem Infovideo. Kurz vor dem Adventskalender von Emoji, also Mitte Dezember. South Park, Stab der Wahrheit, wird weitergehen. Nur, wenn ich nicht so richtig die Motivation dafür spüre, werde ich es auch nicht wirklich weitermachen. Aber es wird weitergehen. Ich werde das schon durchspielen. Macht euch da keine Sorgen. Ich bringe dir am liebsten immer mein Lego City Undercover Beispiel. Denn Lego City Undercover ist ein Spiel, das zweimal für mehrere Monate pausiert wurde. Und dann habe ich es doch zu Ende gebracht. Also, wir hatten da schon Schlimmeres hinter uns. Das schaffen wir. Okay, Fragen. Jetzt hier so. Ah, ich bin komplett überfordert. Bist du auch manchmal überfordert? Nein. Beim Kopf war das viel lustiger. Da habe ich ein paar Fragen rausgesucht. Ich glaube, ich habe da auch ein paar beantwortet. Ein paar Fragen rausgesucht, die ich einfach nur mit Nein beantworten wollte. War in meinem Kopf lustiger als tatsächlich ist. Oh, da ist noch eine. Kommen bald weitere LPs. Nein. Nein, das ist lustig. Okay. Hast du schon mal Ego-Shooter gespielt? Wenn ja, welche? Und nein, warum nicht? Ah, fuck, da kann ich nicht einfach mit Nein antworten.
Die Möglichkeit hat er mir genommen. Tatsächlich habe ich schon mal einen dieser Ego-Shooter gespielt. Ja, welche? Viele? Keine Ahnung. Ich habe schon ein paar Spiele gespielt. Aber mein Lieblings-Ego-Shooter, ich glaube, das ist die bestpassendste Antwort darauf. Mein Lieblings-Ego-Shooter ist TimeSplitters Future Perfect. Und tatsächlich bin ich auch einer der drei Leute, die den, die Wolfenstein 2009 war das, glaube ich, ist so der Fanname dieses Wolfensteins, man in Deutschland nicht mehr kaufen kann. Weil sie bei der Zensierung oder, ja doch, bei der Zensierung ein gewisses Poster vergessen haben und dann wurde das ganze Spiel nicht mehr verkauft, haben sie auch nicht mehr geändert, seitdem ist es weg. Aber ja, dieses Wolfenstein von 2009 fand ich echt cool mit den verschiedenen Super-Duper-Fähigkeiten und allen. Und tatsächlich werden viele nicht für möglich halten, aber ich mochte den Singleplayer von Call of Duty Black Ops. Er war kurz, er war dumm und er war sehr actionreich. Er war wie ein Film, den man hin und wieder auf die linke Maustaste drückt. Das war angenehm. War ein guter Film. Mit guten Action-Szenen. Ist mal wieder ein One-on-One mit Wollo geplant. Eigentlich wollten wir kurz nach 3D Land Sonic Generations als One-on-One machen. Und das war der Plan soweit. Nur dann kam ein bisschen die Expertenrunde dazu und ja, mit 101 sollten wir eigentlich mal wieder eins machen. Wollo und Cornel fällt mir gerade ein. Die haben auf Cornels Kanal haben die 101 angefangen. Was? 101? Das war ein Together. Nee, es war ein Together. Das war gar kein 101. Pardon! Sie wollten ein 101 machen. Es war nur ein Together. Egal. Dann brauche ich sie gar nicht erwähnen. An sich ist aktuell aber tatsächlich keine 101 geplant. Ich denke, ich mache auch an sich wirklich genug Videos mit Wollo, vor allem mit der Expertenrunde und allen. Das ist, sollte soweit, denke ich, passen. Okay, nächste Frage. Wenn du eine Spielserie wiederbeleben könntest, welche wäre das? Fuck, das ist eine gute Frage, aber ich habe mir keine Gedanken um die Antwort gemacht. Das heißt, ich habe mir ein bisschen Gedanken darum gemacht, wenn ich eine Spielserie wiederbeleben könnte, welche wäre es? Mir fällt jetzt spontan ein gutes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob die wirklich so tot ist, aber ich glaube leider schon. Das ist Scribblenauts. Scribblenauts waren vor allem, was heißt waren? Ich mochte nur Scribblenauts Unlimited. Alle anderen waren eher so, aber Scribblenauts Unlimited war so ein unfassbar schönes Spiel. Ein unfassbar schönes Spiel, das ich glaube ich auch irgendwann nochmal let's playen werde. Damit ein bisschen Zeug aus dem Workshop. Ah ja. Ich weiß nicht, ob die Spielserie, ob man die tot nennen kann, aber da kam schon lange nichts mehr. Und ja, ich hätte sehr gerne einen neuen Scribblenauts. Ansonsten, welche würde ich doch sonst gerne wiederbeleben? Ich weiß nicht, inwiefern das offiziell zählt, aber Metroid, wie ich immer sage, scheint aktuell ja seit den letzten 5 Jahren sowas ziemlich tot zu sein. Da wäre mal wieder was Neues, schön was Neues, das kein Spin-Off ist. Und Timesplitters. Hatten wir aber auch schon erwähnt. Weißt du was? Gib mir, belebe Timesplitters wieder. Von Timesplitters gibt es übrigens tatsächlich so ein Fanprojekt, was quasi ein PC-Remake davon werden soll. Ich glaube auch nur Multiplayer-mäßig und ich glaube es heißt Timesplitters Rewind oder so. Könnt ihr mal danach schauen, da wird auf jeden Fall was gearbeitet. Ist aber nicht offiziell. Ist wirklich nur von so einem Fanprojekt quasi. Ist halt tatsächlich ein bisschen was gemacht. Und zu guter Letzt, was übrigens die erste Frage, die ich rausgesucht habe, und hier kommt sie als letztes dran. Das ist, wann streamst du mal oder was ist in näherer Zukunft geplant? Bleiben wir mal bei der wann streamst du mal Frage, die wurde auch öfter gestellt. Zu dem, was ist in näherer Zukunft geplant? Nichts Spezielles oder Interessantes, wirklich. Gut, wann streamst du mal? Das ist eine gute Frage an sich. Ich denke, ich habe es nicht wirklich vor zu streamen, weil erstens mal ist es echt, wenn man nicht oft streamt, ist es echt anstrengend, da reinzukommen. Zum einen braucht man seine Mods, damit der Chat nicht komplett in einem kompletten Chaos untergeht. Braucht man auf jeden Fall Mods, damit die Leute getimeoutet oder im Notfall auch gebannt werden. Habe ich noch Mods oder sowas? Nicht wirklich. Das heißt, da müsste ich dann vorher irgendwie rumschauen und dann Mods auftreiben und muss man dann mit denen dann alles erst durchgehen. Was schon mal ziemlich nervig ist, weil, wie gesagt, ich habe da nicht mehr wirklich jemanden dafür. Nicht mehr. Und ansonsten ist auch, wenn man nicht regelmäßig streamt, ich sag's euch, der Chat
kann sehr anstrengend werden. Der kann sehr anstrengend werden. Vor allem, wenn man wirklich nicht regelmäßig streamt, dann ist er anstrengend. Das normalisiert sich immer, wenn man also in einem längeren Zeitraum da des Öfteren streamt, halbwegs regelmäßig oder am besten regelmäßig. Dann normalisiert sich sowas in der Richtung, weil sich ja Leute einfinden, die sich kennen und dann auch so unterhalten und Leute ungefähr wissen, wie sie sich verhalten sollen. Aber wenn man dann so anfängt, dann... Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, vor allem, ich erinnere mich daran, da gab es ja mal diesen Resident Evil 4 Stream. Das war schön, da hat man sich mit den Leuten ein bisschen unterhalten und dann auf einmal kamen die ersten Leute, welches ist dein Lieblings-Pokémon? Und wenn diese Frage gestellt wird, und wenn Leute auf diese Frage antworten, dann wisst ihr, dass es gelaufen ist. Weil dann sammeln sich alle Leute, die jetzt darüber reden wollen, welches ihr Lieblings-Pokémon ist, und alle anderen Leute, mit denen du dich eigentlich unterhalten wolltest, die verziehen sich dann und sagen sich, okay, da habe ich keine Lust mehr drauf. Dann stehst du alleine da und denkst dir, Und wenn ich streamen werde, würde ich dann, was auch gefragt wurde, würde ich auch nicht mehr auf Hitbox streamen. Mein Vertrag da bin ich schon länger inzwischen raus tatsächlich. Und ja, ich würde dann, wenn dann eh auf Twitch auch gehen, wie jeder andere auch. Hitbox war an sich nettes, eine nette Idee. Aber hat dann scheinbar nicht ganz so gut geklappt. Würde ich auch insgesamt sagen, wenn ihr streamen wollt, dann... Twitch ist nicht umsonst die Plattform Nummer 1. Vor allem werdet ihr auf Hitbox auch keine neuen Zuschauer generieren. Das heißt, wenn ihr nicht eh schon mit einer YouTube-Zuschauerbase oder so rangeht, dann wird es auf Hitbox sowieso schwer. Weil da findet euch niemand, wie oft seid ihr auf Hitbox unterwegs. Was ich sagen soll, dass Hitbox scheiße ist. Ich meine, ich war da selber, es hat auch seine Vorteile mit weniger Delay und lustigen Bildern im Chat, aber im Endeffekt würde ich doch sagen, geht nach Twitch. Ist die clevere Entscheidung. Ja, und das waren dann soweit alle Fragen. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt und seid jetzt voll weise. Ich habe mir übrigens auch die Freiheit genommen, alle nervigen und üblichen, ihr wisst, was die nervigen Fragen sind, die rauszunehmen. Die magst du mich und Pilzfragen und Leute, die 20 Fragen gespammt haben. Vor allem war eine Person dabei, die 40 Fragen oder so gespammt hat. Ich glaube, es waren nicht 40er, ich glaube, es waren bestimmt 20 schon fast. Sehr, sehr viele. Davon habe ich keine beantwortet. Weil du hast eine Frage gestellt. Antwortest du meine Fragen? Nein, du hast gespammt. Hör auf zu spammen. Gut, und das war es dann soweit. Irgendwann werde ich bestimmt wieder ein FAQ machen und wenn dann wieder mit Fragen von Twitter, wie immer, weil es am angenehmsten ist. Und am wenigsten umständlich. Gute Nacht.